Ja, also das ist eindeutig, dass natürlich immer noch verglichen mit dem, wie es anderswo zugeht, ist das natürlich genauso, wie du sagst. Also, da funktioniert Gott sei Dank noch sehr viel. Aber man soll ja Sachen nicht daran werten, ob es eventuell noch schlimmere Beispiele gibt, sondern man soll ja eigentlich immer vom positiven Ideal ausgehen, von dem wir uns in Österreich ja auch relativ weit weg befinden. Ich denke, dass das gerade aufgrund deiner Erfahrungen natürlich einen besonderen Gehalt hat, was du sagst, wenn man selber mal 3 Monate U-Haft mitgemacht hat. Jan, ich danke dir fürs Anrufen. Gut, ich danke auch und ich wünsche euch viel Glück. Wir uns auch, vielen Dank. Ausgeht. Schönen Abend noch. Gut, danke. Ja, wir sind in der letzten Runde. Okay. Ich bin zu Besuch bei den Tierrechtsaktivisten in Tirol. Und wir haben heute den ganzen Abend in der Sendung natürlich darüber gesprochen, zwischen dem Widerspruch, zwischen dem Konflikt, zwischen dem Staat, der 10 Tierrechtsaktivisten letztes Jahr 3 Monate lang in U-Haft gesteckt hat, mit einem sehr öffentlich umstrittenen Paragraphen, dem Paragraph 278a. Und haben aber eigentlich gar nicht den ganzen Abend, da möchte ich wenigstens die letzte Runde dafür nützen, über den Tierrechtsaktivismus an sich gesprochen, also über Tierrechte, wo ihr sagt, die stehen gerade dringend an, die werden nicht eingehalten, da setzt ihr euch gerade ein. Okay, das ist jetzt vielleicht der Terminus Tierrechte übertrieben. Es geht hier um Tierschutz, wenn man das trennen möchte. Es ist zurzeit eine Kampagne am Laufen, die das Thema Tierschutz in die Verfassung, endlich Tierschutz in die Verfassung behandelt. Ist eben in Österreich gerade in Arbeit. Wäre eigentlich lustigerweise geplant gewesen, der Kampagnenstart mit diesem Thema, der 21. Mai letzten Jahres. Lustigerweise genau der Tag, an dem wir alle verhaftet wurden. Das steht zurzeit an, das wird zurzeit gemacht. Das ist ein sehr dringliches Thema. Theoretisch hat die Tierrechtsbewegung sowas wie Zusagen, dass das passieren sollte, bereits seit Jahren. Was bringt das ganz praktisch, wenn Tierschutz in der Verfassung ist und jetzt noch nicht? Was kann das für eine Folge haben dann? Okay. Weil es klingt so theoretisch, ja. Es ist sehr theoretisch. Aber was heißt das dann? Und wenn jemand wie ich einen sehr libertären, anarchistischen Zugang zu dem Ganzen hat, ist eben auch immer die Frage, ist es theoretisch oder macht es wirklich Sinn? Konkreten Sinn könnte es machen in Sachen von Faktum ist, wir haben zurzeit die Kunstfreiheit in der Verfassung und die Tierrechte, den Tierschutz nicht. Das heißt also, für die Kunst dürfen Tiere gequält werden. Wir haben die Religionsfreiheit in der Verfassung, wir haben den Tierschutz nicht in der Verfassung. Das heißt, die Religionsfreiheit steht über den Tierschutz. Was wir eigentlich jetzt wollen mit dieser Kampagne, ist einfach auf dasselbe Niveau zu bringen, den Schutz von Lebewesen und eben beispielsweise Religionsfreiheit, Kunstfreiheit, damit das neu abzuwägen ist. Mhm. Man hat einfach wesentlich mehr Argumentations- und Handlungsspielraum, wenn das so wäre. Es ist natürlich ein Teilerfolg, aber wenn das soweit ist, aber als solches würde ich hier noch werten. Bleiben wir konkret in Österreich, in den Nachbarländern, in der Europäischen Union. Was passiert hier mit Tieren, wo ihr sagt, wenn ihr morgen eine Sache ändern könntet, wäre das die erste? Ja, in Österreich wäre es jetzt einmal das. In anderen Ländern würde ich sagen, Käfigeierverbot. Das ist ein lang erkämpftes Thema der Tierschutzbewegung. Das wir in Österreich haben? Das wir in Österreich haben. In Österreich haben wir ein sehr vorbildliches Tierschutzgesetz, würde ich sagen. Das ist europaweit eines der besten. Ja. Deshalb haben wir auch eine starke Repression gegen die Leute, die das inszeniert haben. Genau. Bei euch geht's wie in nächster Zeit weiter? Also wir, die Nika und ich, wir organisieren das, also noch eine Freundin, wir organisieren das vegane Sommerfest in Innsbruck jetzt zum Beispiel. Mhm. Also die finden jährlich statt in verschiedenen österreichischen Städten und da geht es einfach darum, ein positives Bild der veganen Lebensweise zu präsentieren. Also nichts mit Askese und da kannst du ja nichts essen, sondern einfach einmal zu präsentieren, was die vegane Lebensweise alles Gutes zu bieten hat. Mhm. Gleichzeitig schweben die Ermittlungen auch noch über euch, die Staatsanwaltschaft gegen, nicht nur gegen den Chris und nicht nur gegen die anderen 9 Ex-Untersuchungshäftlinge hat, sondern ich glaube, sie laufen ja auch noch gegen andere Tierrechtsaktivisten insgesamt. Gab es Hausdurchsuchungen bei 26 Leuten? Hausdurchsuchungen gab es bei 23 Objekten und in dem Verfahren sind zurzeit 26 Leute als Beschuldigte bekannt. Ich glaube gar nicht, dass alle Beschuldigten bekannt sind. Einer hat einen Bescheid bekommen. Einer hat mittlerweile einen
Gibt es da von der Staatsanwaltschaft Signale, was ein nächster Schritt sein könnte? Eventuell gibt es Zeichen inoffiziell, dass man sich zurückzieht oder dass man dass es Richtung Anklage ausschaut? Ich würde oder? Mir Zeichen, dass es sich zurückzieht, sehr wünschen. Das glaube ich zurzeit, wenn wir auch von der Tierrechtskampagne gesprochen haben. Ich würde es sehr wohl als Tierrechtskampagne bezeichnen, diesen Paragraph zu thematisieren, diese Menschenrechtsverletzungen zu thematisieren, dieses Unrecht zu thematisieren. Leider schaut es für mich so aus, auch von der Logik her, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ich denke schon, dass wir mit einer Anklage rechnen müssen. Und zwar keinesfalls, weil wir uns irgendetwas zu Schulden haben kommen lassen, sondern weil die Staatsanwaltschaft, der Staat keine andere Möglichkeit hat, sich irgendwie zu rechtfertigen für das, was bereits passiert ist. Es gilt allerdings eben auch die Unschuldsvermutung. Ich danke euch sehr für den Besuch, für die Diskussion über Tierrechte, über Aktivismus, über politischen Aktivismus, über Eingriffe des Staates und die Kontroverse darum, die ihr letztes Jahr selber am eigenen Leib intensiv erlebt habt. Wenn ihr einmal ein Jugendzimmer bei euch zu Hause haben wollt oder wie aus eurem Jugendzimmer senden wollt über kleine oder große Themen oder Bedürfnisse, Angelegenheiten, die euch beschäftigen, dann schickt uns eine E-Mail an fm4@orf.at. Nächste Woche sind wir mit dem Jugendzimmer bei der Diagonale beim Filmfestival in Graz. Wir werden da mit Filmemachern und jungen Filmscouts, das sind Schüler, die in Schulen Filme der Diagonale vermitteln, zusammensitzen und diskutieren über den Film in Österreich, über das Filmemachen. Für heute ist aber genug. Der Salon Helga ist schon in den Startlöchern. Nika, Gri, Chris und Karin, vielen Dank fürs Gespräch. Einen schönen Abend noch, sagt Klaus Pirschner. Wir haben jetzt noch eine Platte, MIA, Paper Planes. Schönen Abend.